Hallo und herzlich willkommen zu dem neuesten gräflichen Projekt auf dem Kanal des Grafen, nämlich der Sims-Mittwoch. Ich habe erst überlegt, nennst du es vielleicht den Sims-Samstag? Weil am Samstag könnte man sowas auch ganz gut senden und beide haben ein S vorne, dann starten sie. Aber wenn man dann genauer drüber nachdenkt, wenn man es dann abkürzt, wäre es der SS-Tag. Herzlich willkommen zum SS-Tag. Heute spielen wir das Reich. Nein, natürlich, das reicht. Das reicht jetzt aber auch. Deswegen der Sims-Mittwoch, was dann absolut keinen Sinn mehr ergibt. Also Samstag hätte halt noch so ein bisschen Sinn gehabt, weil beides mit S anfängt. Aber hey, ich höre jetzt auf zu quasseln. Wir brechen aus und mehrere Fragen werde ich wahrscheinlich im Laufe der ersten Folge gerade erläutern. Die erste Folge wird auch wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde gehen, denn da habe ich ja wieder ein bisschen was zu erzählen, ne? Denn ich bin ja der Günther Neumann. Ich weiß nicht mal, wer der... Gibt es einen Günther Neumann? Oder warum fällt mir gerade Günther zu dem Namen ein? Soll ich mich wieder... Dieser Mann was andersrum. Ich meine, es war wunderschön, dass wir Graf, dass wir der immer gehießen haben, geheißen sein, gehießen haben. Ich weiß es nicht. Wir nennen uns Graf der. Ja. Graf Dracula. Natürlich, Gref. Okay, alles klar. Ich verwirre mich gerade selber. Entschuldigt bitte. So, der Graf, natürlich. Da gehen wir auf Enter. Und dann... Ich hab schon wieder verkackt. Ich hab schon wieder verkackt. Nein. Verdammt normal. So, jetzt aber. Das ist der Nachname. Der? Das ergibt absolut keinen Sinn. So, das ist mein Nachname. Der. Besser als die, wie die, ne? Das ergibt natürlich alles Sinn, ja, ja. So, nächster. Und da nehmen wir natürlich den Grafen, ganz klar. Denn dann heißen wir tatsächlich... Obwohl, das ist auch bescheuert. Dann steht da Graf. Egal, dann steht da halt Graf. Dann ist das halt so. Der Graf wurde gefeuert. Das ist das Erste, was da jemals stehen wird. Denn das ist das Einzige, was ich in diesem Let's Play natürlich hier schaffen werde. Ja, es wird tatsächlich ein Let's Play, ein konstantes auf dieses Kanal. Ja, auf dieses Kanal. So, Graf, natürlich. So, jetzt erstellen wir uns erstmal natürlich so eine Männlein. Ja, denn der Graf ist schon, ja, ein Mann. Sonst wäre es ja die Gräfin. Aber das sind wir. Nein, das sind wir natürlich nicht. So, wie wollen wir uns denn haben? Mit mir reden lassen mag ich in dem Spiel sowieso nicht, weil ich die ganze Zeit dauerhaft beschäftigt bin. Deswegen brauchen wir nicht so viele Punkte auf Verspiel und Netze haben. Auch wenn ich das eigentlich mal gerne hätte, aber man hat so wenig Punkte. Und ich könnte jetzt auch hier als mein Sternzeichen nehmen. Löwe natürlich, ja. Das wäre vielleicht im extrovierten Bereich ganz gut, aber wenn ich ein bisschen was verändern will, zum Beispiel, ja, nehmen wir mal, sagen wir mal, 3 Extrovert-Punkte, das brauchen wir nicht und machen die auf ordentlich. Ja, dann sind wir plötzlich ein Widder. Dann bin ich gezwungen, ein Widder zu sein. Wenn ich also ein Löwe bin und plötzlich mein Zimmer aufräume, ja, dann bin ich kein Löwe mehr, dann bin ich wieder. So funktioniert das. Danke, Sims. Danke, dass du mir das gesagt hast. Da hinten hängt Splinter Cell an der Scheibe. Ist alles, nein, das soll uns nicht kümmern. Nein. Der. Hallo? Was machen Sie da? Och, jetzt ist er wohl weg. Ah, na gut, ich hoffe, Sie haben sich nicht wehgetan da hinten. Und wenn doch, ist mir egal. Okay, dann drehen wir uns mal wieder. Kannst du deinen Kopf mal bitte... Junge, du hängst... Ich würde ja gleich heulen, so wie du da hängst. Mach mal ordentlich... sollen wir dazu lassen? Wahrscheinlich werden wir sowieso wieder Putzfrauen einstellen hier, ne? Aber ordentlich auf den positiven Wert zu haben, ist, glaube ich, ganz gut. Extrovert ist ebenfalls ganz gut. Sollen wir das hier auf dem... Ich will... Dann bin ich lieber ernst. Aber ich bin nicht ernst. Ich bin verspielt und ich probiere auch nett zu sein. Eigentlich bin ich ja voll das Arschloch. eigentlich natürlich nicht. So, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier machen soll. Das geht wahrscheinlich jedem von euch so, oder? Irgendjemand von euch mal da reingegangen und dachte sich, boah, das heutige Setup, das kenne ich aber sowas von auswendig. Okay, vielleicht wenn ihr einen Favoriten habt, aber am Anfang wahrscheinlich nicht so, ne? Gut, dann bin ich jetzt wieder... Herzlichen Glückwunsch, ich weiß nicht mehr, wann wieder geboren worden sind, in welchem Monat, aber hey, wir sind jetzt wieder, okay, und anscheinend tragen alle wieder direkt Ohrringe, das ist so Standard bei Männern. Männer tragen standardmäßig Ohrringe, das heißt, eigentlich ist es abnormal, nicht wenn Männer Ohrringe tragen, sondern wenn Männer keine tragen. Denn eigentlich kommen die auch mit Ohrringen auf die Welt, so wie er hier, ne, mit diesem Teil, ne, also, und, den, ach, ich dachte jedes Mal,
Kannst du mal aufhören, deinen Kopf gerade zu bewegen? Seht ihr das da hinten an dem Haarende, also an dem Ansatz wohl eher? Ich dachte immer, das wäre eine kleine blonde Strähne, die er sich da unten gemacht hat. Also so bis zu den Ohren von der Höhe her ungefähr so im Halbkreis halt blond gefärbt. Oh, das ist eigentlich die Kopftextur. Okay, das mit dem Blond wäre vielleicht weniger. Was guckst du so dumm? Was? Ich guck doch nicht dumm. So, Moment, ich würde jetzt... Na gut, dann machen wir erstmal das hier. Ich bin natürlich Heidewitzka dünn. Natürlich ein bisschen gebräunt und gut aussehen. Ja. Ja, da war irgendwie was, ne? So, jetzt müssen wir was Vernünftiges in diesen riesigen Schrotthaufen finden. Also, ja, das Herr Schmidt-Hemd ist immer gut, ja. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, in diesem Spiel hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können, wie die Klamotten denn doch tatsächlich aussehen. Also, zumindest wenn man sich selber einen vernünftigen Charakter machen will, wo man sich denkt, irgendwie, boah, das sind Sachen, die würde ich auch wirklich tragen. Irgendwie findet man da nur so maximal 4 Sachen in dem ganzen Zeugs. Zum Beispiel die Lederjacke von 4 davor oder sowas. Da, das Hemd da drunter sieht auch schon wieder wunderbar texturiert aus. Das ist wunderbar. Man kann die 2 Polygone schon wirklich sehen. So, gucken wir mal weiter. Ich nehme wahrscheinlich einfach wieder irgendein T-Shirt oder so. Ja, die Teile sind auch super. Da haben sich die meisten Mühe gegeben mit den Leopardenteilen. Oh, da sitzt der Entwickler und sagt, das finde ich, oh, das war, okay, alles klar. Ja, sollen wir uns das Ding verfärben oder so? Eigentlich können wir das eigentlich so lassen, oder? Das sieht doch ganz nice wie aus, wie der Japaner das sagen würde. Bleiben wir bei so einer Hose, bevor ich mich ja wieder tot suche und trotzdem nichts finde, was ich eigentlich haben will. Gibt's den dunkelgrün? Ich glaube, das wäre vielleicht cool. Wird das voll hip und so? Nein! Oh, Mando. Vielleicht so? Ja, das sieht doch in Ordnung aus. So, was haben wir hier für Schuhe? Das sieht, ja, ganz toll. Das sieht fast wie eine angeklebte Kartoffel. Komm, nehmen wir die angeklebte Kartoffel. Ja, sicherlich. So, zack, haben wir genommen. Sieht ja wunderbar aus. Müssen wir nur die Ohrringe und die Haare loswerden. Ohrringe, ja. Genau, ich wollte die in Gold haben oder in Bronze. Ich glaube, es ist Gold. Jetzt ist viel besser. Okay, dann lassen wir das. So, ja, genau, oder sicherlich. Sind sie jetzt weg? Ja, jetzt hat er sie nur auf der anderen Seite. Willst du mich eigentlich veräppeln? Du versteckst sie einfach nur vor. Ja, steck dir da noch mehr rein. Ich bin der größte Fan von Ohrringen bei Männern. Ich mag sowieso keine Ohrringe. Ich mag nicht mal Ohrringe bei Frauen. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der keine Ohrringe bei Frauen mag. Ich weiß es nicht. Ich meine, warum muss man sich Metall in die Ohren machen, wenn... Was bringt einen das? Weißt du, wenn man hübsch aussieht, dann lenkt das Metall in den Ohren doch irgendwie auch nur davon ab. Also, das macht einen doch nicht schöner, nur weil man Metall in den... Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Vielleicht stehen manche Leute auf Metall, wenn die dann so auf dem Bau sind, denken sich, okay, alles klar. Nico, du hältst jetzt mal die Fresse. Ja, dankeschön, danke. Sagt jetzt jeder, der hier gerade zuschaut. Ich grüße dich übrigens und ich danke dir, dass du die Sims mit anschaust. Ich hoffe natürlich, du hast darauf gewartet. Junge, der sieht aus wie der Typ aus Fallout. Hier, wie hieß der? Butch? Ich glaube, der hieß Butch, oder? Dem Typen, den man am Anfang eventuell auf die Fresse haut. Ich will natürlich nicht spoilern. Nur eventuell. Das sieht aus wie Daniel Kübelberg. Das ist schon mal... Ja, dann können wir bei öffentlichen Auftritten heulen. Nein, ich kann das nicht mehr. Okay, alles klar. Das sieht wirklich aus wie Daniel Kübelberg, oder? Also schon so ziemlich mit der Haarsträhne. gut, machen wir mal weiter. Ne? Da hat er auch noch komisch mit einem Auge geguckt, natürlich. Ja, wunderbar. Das würde ich auch ganz gerne nehmen. Das sieht so halbwegs gut aus. Ich würde jetzt gerne was davon erzählen, was ich früher immer für eine Frisur hatte, aber ich glaube, das würde euch nur verwirren. Das würde euch nur verwirren. Irgendwann, ich bin mir ganz sicher, irgendwann habe ich auch die Haare so. Da habe ich die kurz. Irgendwann. Also genießt die Zeit, solange es nicht so ist. Soll ich hier was verändern? Es könnte ganz schnell bescheuert aussehen. Ja, mit der Frisur geht es, glaube ich, sogar. Aber es sieht alles so merkwürdig. Ich weiß es nicht. Das ist nur so, nicht so wie bei den neuen Sims halt, ne? Und so. Nehmen wir mal das. Das geht doch. Das geht doch, oder? Die Nase kommt mir viel zu groß vor. Machen wir sie noch 5-mal so groß. Sehr gut. Sehr gut, so muss das. Jetzt ist die Nase irgendwie komisch. Yo. Ja, vielleicht. An der Seite ist die. Ich glaube, ich nehme das. Das ist so das Normalste, was ich bis jetzt gesehen habe. Der Mund sieht aus, als hätte er tierische Ränder an den Lippen, die so aufgesprungen sind und dann sich errötet haben, weil es so erotisch ist. Nein, das ist natürlich nicht. Nein. Junge, ich sitze jetzt hier schon 10 Minuten, glaube ich, am Charakter erstellen, oder? Ich könnte währenddessen vielleicht mal ein bisschen was erzählen. Das wäre ja ganz sinnvoll.
für die große Frage, die wahrscheinlich aufkommt. Rico, warum machst du nicht bei deinem alten Spielstand weiter? Also erstmal, weil bei dem Spielstand haben wir hauptsächlich Jux gemacht, ne? Also irgendein Zeugs, worauf ich gerade Lust hatte. Was wir dieses Mal wahrscheinlich auch machen werden. Warum sehen die alle so komisch aus? Die Lippen hier. Das werden wir diesmal auch machen. Das heißt, ich werde keinen Speedrun hier machen, sondern ich werde das machen, worauf ich so gerade wirklich Lust habe. Ja. Nehmen wir das. Wenn man da jetzt nicht genau drauf achtet, dann ist das, glaube ich, das Normalste von allen. Gibt es hier einen vernünftigen Bart? Ja, das ist eigentlich auch schon... Also, ich wollte ganz gerne neu anfangen bei der neuen Serie. Das andere wird immer noch weiter gespielt. Irgendwann vielleicht auf dem Let's Play-Kanal. Ja, wunderbar. Sieht aus, als hätte er sich ja Schokolade gemacht. Ist das hier nicht der Obi-Wan-Obi-Bart? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich bin ganz schlicht darauf dabei, was zu erzählen und währenddessen auf das Spiel zu achten. Ich ignoriere gerade einfach mal ganz kurz das Spiel, ne? So frech bin ich gerade mal. Ich kann es nicht, Das Spiel ist so einladend. Der Ingolenzbart, ja! Okay, Nico, halt jetzt die Schnauze. So, das ist, glaube ich, das, was am ersten nach Bart aussieht. Nehmen wir das mal. Auch wenn der irgendwie vom Mund her sieht er noch komisch aus. Aber man hat hier sowieso so wenig zum Einstellen. Jo, blaue Augen lassen wir. Ich kann sowieso bei der Helligkeit hier gerade nicht erkennen, was sich da verändert hat. So, auf jeden Fall, jetzt haben wir einen Ladescreen. Ich möchte gerne neu anfangen, denn wir werden höchstwahrscheinlich sowieso wieder Ewigkeiten brauchen, bis wir die Beförderung durchkriegen. Und ich werde hier sowieso wieder das machen, worauf wir so gerade Lust haben. Denn das ist ja auch viel spaßiger, als wenn wir hier durchrennen und probieren, dieses Spiel möglichst schnell abzuschließen. Und falls ihr irgendwelche Veränderungsvorschläge habt, denn was hier auch relativ wichtig zu bemerken ist, hier wird kaum geschnitten. Ich brauchte nämlich ein Projekt auf dem Kanal, was so ein bisschen den Zeitplan füllt, wo ich aber nicht 8 Stunden in der Nachproduktion dran sitze. Also so 15 Minuten, wie ich hierfür brauche, vielleicht mal irgendwo hier und da mal einen Schnitt, aber keine großartigen Effekte halt. Weil die Sims ist ja auch so lustig und ihr wolltet es ja auch so schon immer sehen, dann machen wir es im alten Style, ne? So wie damals, als das Let's Play da wirklich angefangen hat. Aber wenn ihr irgendwelche Veränderungen haben wollt, weil sie vielleicht, dass du nicht schneidest, finde ich voll kacke, ich will, dass du schneidest. Dann sage ich, ja, das, nein. Ich habe keine Lust, jetzt hier auch noch 8 Stunden an einem Schnitt zu sitzen, tatsächlich. Dann bleiben auch nur noch 3 Minuten Folgen übrig, ne? Also so ist das. Wenn ihr Veränderungen habt, schreibt sie, Veränderungsvorschläge, schreibt sie in die Kommentare. Wupp, wupp, Party! Hey, Graf, hätte niemals geträumt, dich hier zu treffen. Komm her und gib mir ein Küsschen. Markiere mich mit dem, linken Analogstick. Mit dem Analogstick, den hole ich gleich mal aus der Dose. Denn da liegt mein Controller immer drin, der für die PlayStation. Ja. Okay. Ich soll jetzt zu dir kommen. Du hast, sind das Haare oder du rissst mich an. Du hast auch so eine Katzenkappe auf dem Kopf, ne? Das ist... Was ist denn für eine Katze? Katzenkappe. Kappa, Kappa. Das ist so wie der Typ von Twitch oder was war... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wer Kappa ist. Küsschen. Ja, sicher, weil wir hier auch so viel machen können. Der Club sieht übrigens voll anders aus. Ich habe gehört, das war der Club tatsächlich in der Beta. Wenn ihr sogar den Eingang verändert. Oh, das muss ich sehen. Oh, das Küsschen ist schon vorbei. Das war aber ein bisschen lahm. Ja. Oh, Baby, ich kann es nicht zurück. Oh, gut, das endlich mal getan zu haben. Wow, das war traumhaft. Ich bin ein toller Küsser. Oh, da muss ich mir gleich mal die Brustwarze reiben. So wie er das macht mit seinem Five-Knuckle-Shuffle hier. Ja, super. Alles klar, dein Gesicht sieht irgendwie komisch aus. Es geht, die Schatten sind nur ungünstig gelegt. Okay, steht mal wieder unten drunter. Oh mein Gott, wer pupst da in die Luft? Es ist die Mutter mit der Gurkenmaske. Graf, wach endlich auf. Stefan klaut deinen Roller. Okay, alles klar. Ich finde das lustig, wie das mit der Großschreibung immer gemacht ist. Wir werden das jetzt auch konstant durchziehen. Ich werde mir Mühe geben, für jeden einzelnen Charakter eine eigene Stimme zu machen. Ich werde wahrscheinlich öfters mit den Stimmen durcheinander kommen, aber hey. Ich werde jedes Mal, wenn was groß geschrieben wird, werde ich es schreien. Und den Rest werde ich in normaler Lautstärke lesen. Denn genau so will das Spiel auch, dass wir es vorlesen. Ne? Und wir haben hier gerade hoffentlich nicht an die Hupen gefasst. Das wäre, ja, die tanzt jetzt einfach weiter, das ist völlig egal. Die kann ja nicht in meinem Traum... Hör auf, an die Hupen zu fassen, Junge. Der hat die Hand in den Ausschnitt. Nein, nein, das ist eklig. Nein. Also im Normalfall nicht, aber wenn es die Mutter ist, dann irgendwie schon. Ja, auch wenn es die Oma wäre oder die Stiefoma oder, ja, also, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne?
so wie der Jan das in dem letzten mystischen Sonntag von den Sims gesagt hat, die Schwipp-Schwapp-Cousins, ne? Wie war das? Das sind Brüder oder zwei Personen, die dieselbe Mutter haben, aber verschiedene Nachnamen haben. Was absolut keinen Sinn ergibt. Ja, hat er sich auch aus dem Hut gezogen. Also es gibt keine Schwipp-Schwapp-Cousins. Mehr kommt ein... Junge, ich will Simlish sprechen. Diesen ganzen Text sagt er in... Alles klar, würde ich... Hallo, das würde ich super gerne machen. Junge, ich wäre der beste Radiomoderator aller Zeiten, wenn die Leute mich verstehen. Ich kann einfach 10 Minuten in einer Minute zusammenfassen. Ohne schnell zu reden. Wach endlich auf, Graf. Ich hole mir jetzt mal den ganzen Kram. Obwohl, der muss ja irgendwie... Doch, so kann er eigentlich klingen. Mein ganzen Kram von den faulen Sims zurück. Du wärst gerne reich. Dann tu endlich was für deine Karriere. Und mir hat man auch nichts geschenkt. Geh arbeiten. Und okay. Und okay ist groß geschrieben. Hallo, Stefan. Willst du bitte... Hallo, ich begrüße dich. Lässt du bitte meinen Roller da, bitte? Nein, nicht mit deinem Flammenwerfer. Und weg ist das Ding. Komm zurück. Ey! Ey! Oh. Was ein schöner Roll. Ah, du! Titizau! Ja, Titizau. Ja, alles, das sagt sie nur, weil hier der Sim ihr in den Arsch. Nein. Nein, wir vergessen das Thema. Ich finde das eklig, darüber zu reden. Hör auf zu darkträumen, Graf. Die Stimme hört sich einfach genauso gleich, genau gleich an wie die vorher. Ist egal. Dann klingen die halt gleich. Dann sind Mama und Dingens sind halt... Hier, okay. Stefan Landgraf nimmt den Sims all ihre Sachen wieder ab. Du musst die Sachen zurückholen. Beeil dich und stürze dich in eine neue Karriere. Drücke Start, um die Ziele anzusehen. Okay, alles klar. Meine Nachbarn kommen gleich. Okay. Dann ist ja alles gut. Drücke die R1-Taste, um das Spiel schneller laufen zu lassen. Schau an, okay. Ja, und du lässt die armen Blüsen da in Ruhe. Oh, das himmlische Geräusch, ne, von dem Postbote. Wenn man dieses Spiel damals als Kind so lange gesuchtet hat, dann ist das hier Balsam für die Seele. Da, 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 da. Runter von meinem Rasennetz hier. Ist lang genug gepfiffen. Oh, nee, Mutter. Mutter, nein, nicht vor dem Postbotenmädchen. Willst du einen neuen Rekord aufstellen? Wenn du so weitermachst, platzt gleich deine Blase. Drücke oben auf den Richtungstasten, um den die Harndranganzeige einzublenden. Und da unten ist ein Klo. Also, der Zeichner hat einen wunderbaren Job gemacht. Aber Mama, nicht vor den Zeitungsmädchen. Dann brüllst du auch noch so rum, damit du es gar nicht überhören kann. Das tut mir leid, liebst du mich immer noch. Was willst du sagen? Komm zurück. Verfolg sie. Los! Sag, es tut dir leid. Was? Du hast ein Ziel erreicht. Sei das absolute Weichei der Nachbarschaft und heule das Postbotenmädchen an. Drücke Start, um die Ziele anzusehen. Okay, wie oft werde ich das noch vorlesen? Sehr oft. $50. Süß! Wer hat mir das gegeben? Komm hier, das ist ein bisschen lächerlich. Hör mal auf, dem Postbotenmädchen nachzuhören. Ja, komm, ich gebe dir auch Geld, wenn du die Fresse hältst. Also, oh ja, das ist süß. Ist dann nicht danke, sondern süß. Ja, Mutter hat es schon für 20 Euro im Festmahl hier gekocht. Da ist süß schon fast wieder weg. Ja, noch zweimal und dann hat sie schon mehr weggehauen. Okay, dann gehen wir erstmal aufs Klo, wie Mutter uns das befohlen hat. Ei, ei, Kapitän. Morgenerie oder ich weiß es nicht. Morgeneral oder so war französisch, oder? Morgeneral? Keine Ahnung. Das klingt wie Mortimer ist im All. Ja, Mortimer, ne? Wer Mortimer von euch noch nicht kennt. Was ist das für ein Geräusch? Graf! Ich weiß, dass du Hunger hast. Los, hol dir endlich einen Teller und drücke oben auf den Richtungstasten, um die Hungeranzeige einzublenden. Okay. Und da ist auch ein wunderschönes Bild von Essen zensiert, ne? Ich finde es übrigens schön, dass ich mit der Hose aufs Klo gehe. Das könnte auch so aussehen, als wäre da mein Ding ist zensiert. Das sieht wirklich so aus, oder? Die Hand ist ja gerade perfekt. Du hast dein Ziel erreicht. Leg einen dicken Haufen ins Klo und drück Start um die 10. Okay, ich höre jetzt auf. Alles klar. Es reicht jetzt langsam. Freigespielt, das Dienstmädchen. Weil ich mir in die Hosen geschissen hab. Ja. Da. Applaus. Applaus.
für deinen Schiss. Okay. Mein Herz geht auf, wenn du ka... Gut. Im Telefon freigeschaltet, ja. Aber nicht im Real Life, nur im Telefon. Da ist nämlich ein Minispiel und da kannst du in dem Minispiel deine Putzfrau bestellen. Und die räumt dann das Minispiel auf. Und was ist das für eine Musik? Ja, die stellt direkt um auf Hip-Hop. Yo, Bro, lass mal ein bisschen tanzen. Ey, Graf, ich hab wohl die spaßige Idee. Lass uns ein wenig das Tanzbein schwingen und drücke Udo Lindenberg auf den Richtungstasten, um die Spaßanzeige einzublenden. Ein wunderschöner Beachball mit einem Fernseher und Musiknoten da unten. Okay, ja, finde ich voll nice, solange ich Udo Lindenberg bin und wir voll fett die krasse Hütte rocken. Ja, ich, wie kam ich jetzt auf den Akzent? Ich weiß. Blackout, was ist passiert? Ich kann mich an nichts erinnern. Habe ich irgendwas gesagt? Wenn ich was gesagt habe, dann war es nicht. Warum gehst du einmal komplett rum? Hey, wenn du daran Freude hast, geh auch nochmal rum. Wenn du daran Freude hast. Das wäre doch eine nette Idee. Oder? Woran erinnert mich diese Tapete? Also erstmal natürlich an Nostalgie, natürlich. Das ist das Erste, woran mich diese Tapete erinnert. Ich glaube, das ist alles. An die bayerische Fahne. So ein bisschen. Oder? Warum erinnert es mich? Sieht es der bayerischen Fahne ähnlich? Ich habe es jetzt gerade nicht vor dem Kopf, aber doch, eigentlich schon, ne? Die haben noch so ein seitlich kariertes Muster. Haben sie das? Die Bayerlein, jawohl! Die haben auch den Franz Lang da unten. Die haben alles. Schau an, du hast dein Ziel erreicht. Drücke Start, um die Ziele anzusehen. Yo! Süß, $50, wofür? Dass ich meinen Wampen voll gebombt habe? Natürlich. Oh mein Gott, wir haben $80 plus gemacht. Auch wenn die Mutter immer das teuerste Essen... Okay. Kann ich das auch so sagen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Tim guckt doch bestimmt zu, oder? Hallo Tim. Wenn ich jetzt sagen würde, Tim, dieser alte Blödmann, ich hasse ihn. Dann sage ich... Und jeder wird das verstehen. Okay, also, wenn ich den das nächste Mal sehe, dann begrüße ich ihn so. Hoffe ich, dass ich dran denke. Stefan, dieser alte Blödmann, ich hasse ihn. Okay, Mama. Mama, jetzt lass mich in Ruhe. Komm nicht immer in mein Zimmer. Du kannst doch wenigstens mal klopfen. Und mach die Tür zu, verdammt nochmal. Immer diese Mutter. Das kann doch gar nicht wahr sein. Junge, ich steck mein ganzes schön gebügeltes Hemd, steck ich da einfach in die Spüle rein. Was macht die Mutter eigentlich für Geräusche? Habt ihr das gerade gehört? Ja, die Mutter dreht voll auf. Junge, die Mutter dreht hier voll auf. Ach, die wollten mit uns tanzen, oder? Oh, nö. Guck, wie die tanzt. Wow, jetzt ist er richtig drauf. Wow, Mutti. Ich wollte eigentlich so tanzen. Gut, dann tanzen wir halt mit. Verbessert das die Beziehung zu Mama. Dann können wir noch ein bisschen länger hierbleiben. Noch ein bisschen länger schmrotzen. Ja. Auf jeden zu tanzen. Hör auf, dir auf den Arsch zu hauen, denn das finde ich eklig. Hat das jetzt irgendwie was gebracht? Nö. Cool, dann tanze ich lieber so, denn da geht das irgendwie länger. Ja, und... Fühlt dann wenigstens meine Spaßanzeige auf. Und er tanzt auch richtig, wie man zu Hip-Hop tanzen muss. Und zwar, als wäre man komplett bekifft. Junge, ich bin im siebten Himmel. Ja, alles klar. Warum macht er eigentlich immer ein 360 unten in dem Bild drin? Ja, die Mutter guckt wie ein Horrorfilm. Da kommt sie wahrscheinlich auch mit drinne vor. Mein Gott, die Lockenwickler und die Gurkenmaske des Todes. Nein, sie frisst mich auf. Okay, alles klar. Wenn Blicke töten können. Ist das da eigentlich ein Schloss? Das auf dem Bild. Oh, da kann ich jetzt auch gerade eine Mini-Geschichte zu erzählen. Habt ihr jemals Lucky Luke im Western Fieber gespielt? Das ist so ein PlayStation 1 Spiel. Da gibt es, glaube ich, irgendwo ein Level, da ist man auf einem verlassenen Schiff. Und immer wenn ich auf diesem Bild, da gerade hier hinter dem Du hast dein Ziel erreicht Bildschirm. Herzlichen Glückwunsch, du hast getanzt. So unnütz bist du ja noch nicht. Du hast dein Ziel erreicht und drücke Start, um die Ziele anzusehen. Alles klar, okay. Darf ich jetzt erzählen? $50. Okay. Oh. Leute, Mama, jetzt lass mich doch mal in Ruhe in mein Zimmer. Hier kann man ja nicht mal masturbieren, ohne dass du hier reinkommst. Was? Ich meine, lektürisieren, das ist, wenn ich eine Lektüre analysiere. Siehst du hier genau dieses Buch, meine ich? Das ist das Telefonbuch. Na und? Raus jetzt hier und mach die Tür zu.
Schatz, meinst du nicht, es ist Zeit, dir einen Job in der Zeitung zu suchen? Und drücke Start, zahl die Schnauze. Ich bin doch gerade hier erstmal eingezogen. So, darf ich jetzt erzählen? Und zwar das Bild, was man hier gerade in dem Fernseher sieht, also in dem Sim-Spiel, was ihr gerade auf eurem Bildschirm habt, was in dem Fernseher, in dem Spiel drin ist, das erinnert mich an das Level von Lucky Luke, wo man auf dieses verlassene Schiff drauf geht. Irgendwie erinnert mich das daran. Ja, aber wahrscheinlich soll das eher ein Schloss sein. Da hier mit dabei. Aber es sieht aus wie so ein Mississippi-Dampfer oder sowas, so von vorne. Oder? Liege ich da ganz falsch? Vor allem, weil die Wolken immer so von links nach rechts ziehen. Das sieht aus, als würden die da aus dem Schornstein rauskommen oder sowas. Sieht halt echt so aus. Ja, da freut er sich. Schreit er. Wuhuhu. Yeah. Ich bin der beste Dancer aller Zeiten. Vor allem, wenn ich vorspule, das kann keiner. Ja, der kriegt bestimmt auch keine epileptischen Anfälle oder sonst so. Epileptische Anfälle. Die sind nicht cool. Nein, die sind nicht cool. Hör auf, darüber zu lachen. Gut, zu. Oh, Mutter. Mutter, jetzt verdammt doch mal raus aus meinem Zimmer. Das hast du mir schon vor einer Stunde gesagt. Also in-game natürlich. Gerade so Zeit, dass du für dich selber sorgst. Nein, Job in deiner Leitung suchst. Nein! Nein, Mutter, jetzt lass mich doch wenigstens mal zu Ende tanzen. Ich will auch gut gelaunt sein, wenn ich mir einen Job suche. Sonst funktioniert das so alles. Die Karma, Mutter, Karma. Du verstehst das alles nicht. Aber. Hat die Mutter gerade gefurzt? Junge, wenn jetzt die ganze. Gibt es jetzt hier eine braune Tapete? Meinst du, die Tapete draußen ist jetzt braun? Nee, das wär's. Wenn jetzt die ganze Front hier braun wäre. Motte. Wenigstens hast du Postmädchen hier. Was ist hier eigentlich so draußen, so in den Ecken? Ah, da vorne ist ein Tank. Okay, da ist eine Scheune. Ist eigentlich eine recht idyllische Ecke hier, ne? So, muss man auch mal sagen. Was ist da vorne? Auch eine Scheune? Okay. Ja, das sieht ja hier so, erinnert einen so ein bisschen vom... Vom Setting her an, wie heißt das kleine Spiel? Unturned, genau. Da gibt. Okay. Mutter hat wieder ihre Jukebox ausgepackt. Ich meine ihren Ghetto Blaster. Da spielt sie immer ihren Lieblingssong. Das ist der. Ich bin. Jo, was sind die alles für Geräusche? Voll süße Quietschente im Fernsehen. Super. Wir hören jetzt auch zu tanzen. Sollen wir uns einen Job suchen? Aber dann sind wir sofort raus hier. Wir können doch wohl auch ein bisschen dieses Haus hier genießen, oder? Gucken wir gerade mal einen Horrorfilm, ne? Gucken wir uns mal hier das Lucky Luke Setting an. Du könntest dich auch in die Mitte setzen. Schatz, weiß wie hier für Zeit. Schnauze! Und dann nochmal! Junge, die hat mir das jetzt echt, glaube ich, in einer Stunde dreimal gesagt. Meine ich. Dabei bin ich gerade eben erst eingezogen, obwohl eigentlich der muss ja auch... Wie alt ist der eigentlich? Der sieht aus, wäre... Schon ein bisschen, auf jeden Fall wie die Mutter, die jetzt loswerden, ne? So, warte mal. Wenn wir da jetzt gerade mal drüber nachdenken. Sagen wir mal, der ist jetzt, wie alt sieht der aus? 20, 21? Ja, das heißt 21 Jahre lang hat er mit seiner Mutter zusammen in einem Bett gepennt. Außer die sind gerade eben erst hier hingezogen. Dann hätte die Mutter aber auch direkt sagen können, ich ziehe da alleine hin. Du ziehst woanders hin. Ja, aber nein. Hier gibt es nur ein Bett und das ist ein Doppelbett. Oder habe ich mein Leben lang auf der Couch gepennt? Das ist auch ein schönes Leben, ja. Also sind auch Hightech-mäßig ausgerüstet hier. Du kannst entweder den ganzen Tag Fernsehen gucken oder da mit dieser Welt... Mutter? Mutter, pack jetzt deinen Ghetto-Blaster ein hier. So ist jetzt die... ja, das ist sehr weit oben. Genau, dann machen wir den Lucky Luke Mississippi-Dampfer jetzt bitte mal aus. So, zack, weg damit. Und dann lernen wir vielleicht ein bisschen. Was haben wir denn? Wir haben überall null. Okay, wir können uns auch erstmal... Wir müssen uns erstmal mit Mama anfreunden. Das ist auch eine gute Idee, oder? Dann schmeißen wir es vielleicht nicht so ganz schnell raus. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Unsere Bedürfnisse hier ein bisschen... Mama, prahlen. Oh, ich habe so viel Geld, von dem du immer Lebensmittel einkaufst. Ja, und du willst mich hier raus haben. Was macht die Mutter überhaupt ohne mich? Die kauft man von meinem Geld Lebensmittel ein. Die scheint ja kein eigenes Geld zu haben. Kann ich das Bild von der verkaufen? Krieg ich ein bisschen Geld? Oh... Ich habe so viel Geld. Ich habe so einen dünnen Bauch. Und jetzt, okay. Die Gestik sah irgendwie komisch aus. Eindeutig. Unterhalten. Okay. Ja, dann unterhalt sie mal. Oh, guck mal. Ich kann mit Äpfeln durch die Gegend werfen. Schlägt er einen vor den Kopf. Rücken kraulen. Mir egal. Hauptsache, es geht schnell. Also mit den Beziehungen Gedönse hochgehen. Oh, sie steigt drauf an. Eigentlich nicht. Das ist schon wieder. Nee, das ist schon wieder ein bisschen eklig. Nur ein ganz kleines bisschen. Der ist ja gut jetzt, ne? Ist gut jetzt, ja. Hat das was gebracht? Wie oft muss ich noch so sagen? Das ist natürlich ganz ruhig.
muss ich dir noch sagen, dass du dir einen Job suchen sollst. Zieh in die Zeitung. Alles klar, okay. Ja, ich weiß langsam, dass ich mir einen Job suchen soll, Mutti. Alles gut, ich suche mir gleich einen Job. Wenn du endlich mal die Schnauze hältst. Wo wir eben von Ohrringen geredet haben. Ich sehe da ganz klar dicke Perlenohrringe. Oh, da wird mir gleich schlecht bei. Verdammt nochmal. Deswegen gebe ich ihnen eine Massage. Dass die Ohren sich entspannen, dann fallen die Dinger weg. Und dann purzeln die in den Abwasserkanal, dann findet man die nie wieder. Und dann kauft sie sich neue, die noch... Ja, okay. Oh, wir sind Freunde. Das ist ja mit unserer Mutter. Dann umarmen wir die doch mal. Und dann sind wir mal ganz lieb. Hallo, Mama. Darf ich... Oh, darf ich ein bisschen hier bleiben? Womit du mich verdient hast? Das weiß ich auch nicht. Du hast natürlich schon sehr viel Glück gehabt mit mir natürlich, ne? Machen wir mal hier die Interaktionskette umarmen, dann nochmal unterhalten, Rücken kraulen und nochmal umarmen. Let's go! Oh, ganz genau so funktioniert Freundschaft. Und plötzlich ist man... Ist man einer der besten Bros der Welt. Dann macht man nochmal die. Ja, okay. Alles klar. Haben wir es dann gleich geschafft? Ja, ich hab das mit dem Job verstanden. Danke! Das mit den Beziehungen verbessern, damit sie nicht die ganze Zeit danach fragt. Hat nicht funktioniert. Sollen wir ihr ein Geschenk geben? Wetten, wir geben ihr jetzt Geld. Wir geben ihr auch noch Geld. Hier hast du $20. Tada! Dafür, dass du das nächste Mal wieder von $20 was zu essen kaufen kannst. Man kann auch nicht günstiger was kaufen als für 20 in diesem Dollar oder Euro. Simoleons sind das ja, glaube ich, hier, ne? Oh, es fehlt ein Punkt, den willst du mich doch veräppeln. Hätte ich hier einfach umarmen können, das wäre umsonst gewesen. Außer sie hat mir eine verpasst. Jetzt hör aber auf, sucht den Job. Oh, Mama, mein Mikrofon verabschiedet sich gerade. Moment, so, es verabschiedet sich immer noch, das ist ja wunderbar. Ich habe hier nämlich die Mikrofonhalterung und das sackt so ganz, ganz langsam ab. So, ich würde sagen, die dreiviertel Stunde machen wir noch voll und dann ziehen wir auch direkt passend zur nächsten Folge hier mit aus, würde ich sagen. Machen wir mechanische Fähigkeiten lernen, oder? Das ist doch, glaube ich, eine gute Sache. Dann sterben wir nicht, wenn wir irgendwie was reparieren. Das machen wir mal auf 2, mindestens, dass wir jetzt alles gerade noch auf 2 kriegen. Ich meine, wir haben noch eine gute Viertelstunde, also 13 Minuten haben wir noch. Da kriegen wir wohl ein bisschen was hin, ne? Wir haben schon Bonus-Sachen von Anfang an. Den Bonus, sowie den... Jetzt packe ich mein Ghetto-Blaster aus. Wo kommt die Musik eigentlich her? Wo kommt die extra Kamera her, die mich da filmt? Gute Frage. Wo ich das Wort Bonus sage. Es gibt einen in Star Wars Battlefront, in dem zweiten Teil davon, im galaktischen Eroberungsmodus, wenn man die Republik nimmt und man hat kein Geld mehr, um einen Bonus zu kaufen und man will dann trotzdem einen kaufen, dann sagt einem der Anführer oder der Kommandant oder dein Informant, ich weiß nicht, wie man ihn auch immer nennen will, er ist alles in einer Tonlage und ein Wort sagt er dann plötzlich ganz anders. Nämlich sagt er... Wir haben nicht genügend Credits, um diesen Bonus zu kaufen. Also, denkst du dir, okay, das Wort Bonus ist dir wohl sehr wichtig. Graf, es wird Zeit, dass du dir einen Job in der Zeitung sagst. Halt die Schnauze, verdammt! Lass mich doch in Ruhe lesen, Mutter. Sonst fange ich gleich mit an mit der swagistanischen Sprache hier. Dann verstehst du mich nicht mehr, ja? Dann schmeiß ich die Sachen an den Kopf, da weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. Kannst du nur heulen. Dann hast du wieder, womit habe ich das verdient? Warum muss ich eigentlich so dringend pinkeln? Ja, die Mutter zu umarmen, das regt anscheinend die Blase an. Oh, ah, Nico, Alter. Nein. Weißt du, ich ekel mich selber davor, aber dann kommen trotzdem immer wieder solche Sachen rausgeschossen. Nein. Nein, nein, Nico. Ah, verdammt nochmal. Das ist ja schlimmer als Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung hier. Auf Tatooine, wo du dich dumm und dämlich suchst. Krieg den Punkt fertig. Ja, jetzt. Das Telefon. Telefon, da gibt's bestimmt Geld. Telefon. Hat schon aufgelegt, oder? Wow. Nice. Ja, sicher. Nutzen wir mal die Toilette. Sei mal dieser alte Blödmann. Ich hasse ihn. Oh, da muss aber einer dringend aufs Klo. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Kack dir mal schön in die Hosen. Beim nächsten Mal ziehst du vielleicht die Hosen runter. Könntest du auch jetzt vielleicht? Nein. Nein, okay, dann mach alles in die Hosen. Ist alles. Hey, ich hab da nichts dagegen. Bro, ne, mach du, was du machen willst. Mach du, was dich glücklich macht. Das Essen ist wahrscheinlich schon vergammelt. Yo, Speed vergammeln ist das hier. Nee. Ich mach jetzt was zu essen. Ja, alles klar, da macht sie ein Wettrennen zum fucking Kühlschrank. Schon wieder, hat die jetzt schon wieder was für $20 gekauft? Kocht doch nicht immer für uns beide. Für uns beide kochen bedeutet in diesem Spiel 5 oder 6 Mahlzeiten. Ja, und ich mache mir jetzt auch noch mal extra was zu essen, ne? Ich will mir keinen Job suchen!
Chill mal deine Hupen. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt kochen lernen. Ja, denn hier haben wir jetzt schon 3 Punkte. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine gute Basis für den Udo Lindenberg. Yo. So, und sagt er, da gibt es gleich was zu essen. Das ist ganz gut. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, 5 oder 6 Portionen. Vielleicht kann man das ja sehen auf den Teilen. Und dafür zahlt ihr natürlich extra. Nee, das sieht aus wie hingekackte Fladen oder so. Oh, Mama, gibt's wieder hingekackte Fladen? Oder gesottene Krotzen? Oh, wie lecker. Das klingt auch schon so gut, so herzhaft. Warum hört er jetzt auf? Gut, Essen ist wichtiger. Ignoriere meinen Oberbefehl. Na gut, wenigstens hast du einen Punkt fertig gemacht. Jetzt hat er gelernt, wie man richtig die Gabel benutzt, ne? Kochfähigkeiten. Ja, natürlich. Ich würde sagen, wir essen direkt 2 Sachen davon, oder? Weil die kocht immer für 5, aber es werden nur 2 Sachen davon gegessen, danach vergammelt's. Weiß man, lernt auch nicht, ne? Lernen, was ist das denn? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn, was du da erzählst. Ja, willst du das, dass du der eine Tapfere sollst? Mutter, halt die Schnauze jetzt! Kann doch nicht wahr sein! Jetzt ohne Witz, wie oft will die das noch sagen? Es sind noch nicht mal 24 Stunden vergangen und die hat das bald öfter gesagt, als es Stunden an einem Tag gibt. 24. Mutter, ich weiß, was noch viel lustiger ist als 24. Ach ja, was denn? 25. Oder 23. Okay, nein, ich halte die Schnauze. Guck mal, durch die Ordentlichkeit hebt er jetzt mehrere Sachen automatisch auf. Ist das nicht super? Weil wir 6 Punkte auf ordentlich haben. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele wir vorher haben. Vielleicht guckt ja mal einer unter das letzte Let's Play von die Sims Brain aus. Das ist bestimmt unter meinem Haupt... Einfach die Sims Brain aus eingeben. Dann findet man mich. Und da einfach mal gucken, wie viel Ordnungspunkte wir da hatten. Also wie viel Ordentlichkeit wir in der Persönlichkeit hatten. Jetzt haben wir hier 6, ne? 6? Ja, 6. Ich glaube auf jeden Fall weniger. Also er hat nicht so viele Teller automatisch genommen. Finde ich ganz gut, da muss man die nicht immer selber anklicken. Denn ich mag dieses Cursor-System hier ja nicht. Ich hätte das Spiel, ich würde das Spiel, glaube ich, viel besser finden. Das wäre bestimmt mein liebstes Sim-Spiel, wenn man die direkte Steuerung hätte. Das heißt, man macht den Analogstick nach links und dann läuft er auch nach links. Und nicht, dass der Zeiger dann hier ist, mit dem man dann immer alles anklicken muss. Finde ich nicht so gut. Finde ich auch eigentlich ein Phänomen, dass die Entwickler das erstmal so angepriesen haben, weil in die Sims 2 war das ja so gerade neu mit dabei. Dann stand da auch drauf irgendwie, oh, steuere deinen Sim mit der direkten Steuerung, mit der Analogstick, voll super. Dann gab es in die Sims 2, in der Erweiterung, die dann einzelne Spiel war, die dann wiederum nicht so gut war, die Sims 2 Haustiere. Das war nur aus dem Grund nicht so gut, weil es da null zu tun gab eigentlich. Du hattest keine Story und der Splitscreen-Modus war plötzlich weg. Man hatte halt nur Haustiere, aber das ist so schnell langweilig geworden. Ne, dann gab es noch die Sims 2 gestrandet. Da gab es dann auch die direkte Steuerung. Das wäre das allerbeste Sims-Spiel ever. Ja, ever. Ja, auch heutzutage. Da, ich finde ja immer noch, dass die Sims 2 das beste Sims-Spiel ist. Aber die Sims 2 gestrandet, wenn das zu zweit geht im Splitscreen, ne? Boah. Junge, wenn jetzt irgendeiner von euch weiß, wie man am Computer zum Beispiel Dateien verändert und die dann wieder zurückkopiert auf eine Playstation oder dass man das am Computer dann spielen kann. Wenn man das zu zweit und mit der direkten Steuerung spielen kann. Die direkte Steuerung ist ja schon drin. Man muss nur einen Splitscreen reinmachen. Ich würde erstmal vor euch auf die Knie fallen. Ja, das passiert nicht so oft. Und ihr würdet wahrscheinlich die nächsten paar Monate keine Videos mehr von mir sehen. Und ihr würdet auch nichts mehr vom Jan hören, denn den würde ich höchstwahrscheinlich einladen. Und wir würden hier so lange zocken, bis wir verhungern. Weil wir noch nicht mal die Zeit haben, irgendwie was zu essen. Da sind wir im Spiel schon viel zu sehr mit beschäftigt. Ihr habt doch gerade eine Papaya gegessen. Nico, aber doch nur im Spiel. Du musst auch echt was essen. Nein, will ich aber nicht. Nein. Ja, und ich verstehe es nicht. Sims 3 hatte ich sehnlichst drauf gewartet, als ich erstmal gesehen habe. Also erstmal natürlich Sims 3 am PC. Habe ich dann halt gesehen, gab es keine direkte Steuerung. Ist ja auch irgendwie klar, da ist es ja halt auch so. War ja auch exklusiv für die Konsolenteile. Da dachte ich mir, oh, guck mal, es gibt ja tatsächlich die Sims 3 für die PlayStation 3. Mega Hoffnungen, ja. Splitscreen, direkte Steuerung. Das Spiel wäre genagelt gewesen, Junge. Ich hätte da mein halbes Leben drin verbracht. Oh, wunderschöne Musik. Aber was ist dann passiert? Die Sims 3, also EA, dachte sich, hey, nehmen wir doch mal den Splitscreen-Modus raus, der kam doch sehr gut an, und nehmen wir die direkte Steuerung auch raus und nehmen diesen bescheuerten Cursor. Und dann haben wir auch noch auf der PS3 Performance-Probleme, dass wenn derjenige schlafen will und eigentlich die Zeit auf die dreifache Vorspulung geht, dann allerdings nur so schnell ist, ich glaube, es gab sogar eine 5-fache Vorspulung da oder sowas, ne? Dass die Konsole aber so überlastet ist, dass sie nicht über die Geschwindigkeit vom 2-fachen Vorspulen hinausgeht. Das heißt, du hast in dem Sinne dem so 7 Minuten lang, also in Echtzeit, du hast 7 Minuten des Spiels.
Danke, Mutter. Danke. Wie war das mit Anklopfen? Ja, jetzt kommst du einfach rein. Was ist, wenn ich jetzt die... Ich hatte die Hose unten. Okay, alles klar. Ja, okay. Gut, die Eltern lernen es erst, wenn du dann irgendwie sowas sagst wie... Was ist, wenn du reingekommen wärst in die Hose? Wäre unten gewesen? Ja, habe ich noch nie gesagt. Also, muss ich natürlich auch noch nie sagen. Das ergibt absolut gerade gar keinen Sinn. Wo war ich jetzt? Ja, ich verstehe nicht ganz, warum sie das tatsächlich rausgenommen haben. Also... Ja, Mutter, ich suche mir gleich einen gottverdammten Job, Mann, damit du endlich die Schnauze hältst. Das ist so unglaublich. Junge, die Frau da, ne, die Frau. Es ist unglaublich. Ja, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was sie sich dabei gedacht haben. Hat das irgendwie einen Grund? Ich meine, ein Splitscreen, gut, könnte man noch erklären, dass es vielleicht mit der Performance sich hingehauen hat. Weil es hat ja auch so gerade, es hat ja schon Performance-Probleme im normalen Modus, ne, also... So ist das ja, aber komm, da kann man sich jetzt auch rausreden. Ein Splitscreen, gut, vielleicht gibt's einen Splitscreen nicht, aber einen Zwei-Spieler-Koop-Modus. Man muss ja den Bildschirm nicht teilen, weil das Performance-Problem bei einem Splitscreen wäre ja, ja, ich suche mir gleich einen Job, keine Sorge, Schnauze halten jetzt. Das Problem bei einem Splitscreen von der Performance wäre ja, dass du zweimal die Spielwelt, glaube ich, rendern musst. Ich glaube, so funktioniert das, weil du hast ja zwei verschiedene Kameras und diese beiden Kameras müssen dann ja einzeln animiert werden. Ich verkaufe mal das Bild da draußen. Allerdings, wenn man den Splitscreen jetzt weglässt und sagen wir mal, dass ich und die Mutter, dass die Mutter jetzt Spieler 2 wäre und ich jetzt Spieler 1 und dass die Kamera einfach immer so in der Mitte zentriert ist von uns beiden. Das würde ja auch hier Sinn ergeben, desto weiter man einfach weggeht. Der ist sich da voll am Abfeiern, weil er ein Bild verkauft hat, ne, zu Abendessen. Dass die Kamera dann einfach zurückgeht, dass man dann halt das ganze Grundstück in Sicht hat. Aber so funktioniert das dann doch irgendwie. Wenn man dann näher zusammen ist, dann zoomt die Kamera dann wieder ein bisschen ran oder kann man ranzoomen. Sowas halt. Oh, da kommt schon wieder was hoch. Ich verstehe nicht ganz, was sie sich dabei gedacht haben, weil, ja, womit habe ich das verdient? Ich weiß es auch nicht, ich habe mir die Sims 3 gekauft, da war das nicht mit dabei. Oh. Ja, und die direkte Steuerung, brauchen wir gar nicht drüber reden, hat EA irgendwie verkackt, ne? Die hätte man auch optional mit drinnen lassen können. Das gab es auch in diesem Sims 2. Da konnte man auch hier auf diesem Besenstiel, mit dem man alles steuern kann, umschalten. Also, wenn einem da was gefehlt hat mit der direkten Steuerung, wenn die einem nicht passte, dann hätte man doch einfach umschalten können. Dafür gab es ja den Select-Knopf. Dann hat sie es einfach umgeschaltet. Aber nein, brauchen wir gar nicht mehr. Ne, ist ja auch so schwierig. Call of Duty zeigt, wie schwierig das ist. Selbst Call of Duty kriegt das richtig hin. Stell dir mal vor, da hätte Call of Duty so ein scheiß Auswahlcursor. Dann wäre Call of Duty aber nicht mehr so gut, ne? Ich weiß es nicht. Ich würde mich freuen, eure Meinung dazu in den Kommentaren zu lesen. Ich hoffe auch, ich antworte darauf. Meistens denke ich mir dann immer was und durch das mir im Kopf was dazu denken, ist dann die Antwort dazu abgeschlossen, was keinen Sinn ergibt, weil ihr kriegt dann von der Antwort nichts mit. Aber hey, auf jeden Fall lese ich es. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu zu schreiben habt. Weil es ist ja auch schon ein Thema, wo man sich fragt, warum machen die das so? Wenn es jemals einen Sims 5 für eine Konsole gibt, ja, was ein Splitscreen und die direkte Steuerung hat. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, also ich habe mir nicht vorgenommen, aber ich wollte mir die PlayStation 4... Was ist das für Geräusche? Die PlayStation 4 und die Xbox One eigentlich nicht kaufen. Aber wenn die diese beiden Sachen gleichzeitig in das Spiel reinbringen, dann kaufe ich mir eine dafür. Dann bin ich der Erste, der morgens im Mediamarkt steht, um sich so ein Zeug zu kaufen. Auch wenn ich mir das wahrscheinlich im Internet bestelle. Mediamarkt, Schleichwerbung, kriege ich Geld für. Eigentlich nicht, weil ich mich beim Mediamarkt dafür nicht gemeldet habe. Verdammt normal, Nico. Hättest du vorher machen sollen. Wie wär's, wenn wir die Filmstar-Karriere dann doch nehmen? Noch einmal, obwohl nehmen wir mal eine andere. Oder damit wir erstmal eine andere Dingsens durchkriegen. Die machen wir dann vielleicht später. Laborputzmann. Will ich die machen? Ich guck gerade mal, was es so alles gibt. Vandale, ja, super. Vandale ist super. Handmodel. Latrinenputzer. Bringt am meisten Kohle. Ja. Hey. Wie wär's mit Schnorrer? Ich meine, ich bin Entertainer. Das heißt, ich sitze hier und mache Videos. In dem Sinne, ich bin zwar kein Schnorrer, aber die Aussteigerkarriere ist ja schon halbwegs was passend. Eigentlich wäre die Filmstar-Karriere irgendwie so ein bisschen treffender. Ne? So als Person des öffentlichen Lebens und alles. So, und wir können jetzt nach Mimi zu Hause fahren. Das ist wunderbar. Du hast dein Ziel erreicht. Schau an. Ja, Mutter, ich hab dir doch gesagt, ich suche mir einen Job. Ich wollte nur die Fähigkeitspunkte ein bisschen anschrauben. Solange du hier nicht jedes Mal und jeden Tag zur Arbeit fahren musst. Denn das wird dann doch nachher sehr eng. Und da ist es schon mal ganz gut, so einen Punktebonus zu haben, ne?
Wäre halt auch eine Überlegung, ob man einfach hier bleibt und die kompletten Skillpunkte, die man hier hat, von 0 auf 10 durchboostet. Wäre eine Idee. Oh, da ist sie. Oh, du bist ja so wunderbar. Oh, oh, ich liebe. Oh, oh. Die hängt da wie so ein Orang-Utan, alles klar. Hey Graf, ich hab deinen Roller von meinem Vater zurückgeholt. Zieh bei mir ein, dann kriegst du auch den Bus zur Arbeit. Wir sehen uns dann bei mir. Aussteigerkarriere ist auch bei dir? Och Mann, ich wollte den Wohnwagen von Dudley. Ich meine, Mimis Zuhause ist auch ganz schön, aber na gut. Dann ziehen wir eben wieder zu Mimi. Aber ich möchte irgendwann... Eigentlich möchte ich jetzt lieber zu Dudley nach Hause ziehen. So. Oh, es tut mir viel gerade die Schnorrerkarriere nehmen. Scheiße. Gott, einen Job suchen. Ich will zu Dudley nach Hause. Kann man... Moment, hier ging das doch, glaube ich, dass, wenn man seinen Job gekündigt hat und sagen wir mal jetzt schon auf Level 10 war, dass man dann später auch wieder zurück konnte und dann auch direkt Level 10 war. Stimmt das? Oder stimmt das nicht? Bin ich da wieder falsch informiert? Kaufhausclown war es nicht, das hatten wir schon. Laborputzmann ist es, glaube ich, da kommen wir in Dudleys Wohnwagen. Vandale, gut, das wäre meine zweite Wahl gewesen. Einfach mal irgendwas ganz Komisches nehmen. Ja, Dudleys Wohnwagen. Woo! Ohne Witz, ich weiß nicht, ob ihr jemals Dudleys Wohnwagen gesehen habt. Ich denke mal schon, denn viele von euch sind der absolute Die Sims brechen aus Fans. Ne? Und ja, so viel dazu. Das ist zwar eigentlich ein richtig heruntergekommener Wohnwagen, aber irgendwie ist der total gemütlich. Ich weiß es nicht. Natürlich, wenn man ihn aufgeräumt hat, da wird so viel Müll drin liegen und alles. So, und ich werde mir jetzt einen Zettel schreiben, dass ich nämlich genau weiß, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ich bitte euch, denn auf diesem Kanal ist momentan Unterstützung sehr wichtig, da ich im Moment in einer sehr großen Findungsphase bin, da die Sims brechen aus auf dem Hauptkanal jetzt eine neue Idee von mir ist, um zu gucken, also ich möchte natürlich gerne die Woche so aufteilen, dass man... So, jetzt haben wir, wenn ich den Mittwoch jetzt auch noch nehme und alle Projekte einhalte, hätten wir mindestens jeden zweiten Tag ein Video. Sogar Sonntag und Montag hatten wir dann eins nach einem Tag. Weil die Woche aus irgendeinem Grund eine ungerade Anzahl an Tagen haben muss. Ich fände es mit einer geraden Anzahl viel schöner, dann könnte man das geordneter machen. Aber hey, auf jeden Fall wird die Sims, also der Sims-Mittwoch, deswegen heißt es ja auch der Sims-Mittwoch, wird jeden Mittwoch tatsächlich stattfinden. Höchstwahrscheinlich auch wirklich jeden Mittwoch, weil es wirklich für mich... Das Aufnehmen ist nie das Problem von irgendwelchen Projekten. Gut, bei Freitagabend mit dem Grafen vielleicht, aber ich muss den Greenscreen hier jedes Mal aufbauen, alles mögliche mit der Beleuchtung. Ist auch noch in Arbeit, dass ich das ein bisschen einfacher habe. Aber hier, man setzt sich einfach hin und erzählt gerade das, worauf man Lust hat. Natürlich nochmal ein bisschen anders, als wenn ich das jetzt alleine spielen würde. Und wenn ich alleine spielen würde, würde ich gar nichts sagen. Ne, denn ich laber hier ja nicht den ganzen Tag mit mir selber. Von wegen, der ist den ganzen Tag am Laden. Jetzt halt die Schnauze! Das darfst du den Leuten noch nicht sagen. Das ist ein Geheimnis. Nein, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Wenn ihr auf jeden Fall das für eine gute Idee haltet, Junge, jetzt drück dich mal vernünftig aus. Wenn ihr es super findet, so rum, dass wir in den Dudleys Wohnwagen ziehen und dass am Mittwoch jetzt der Sims-Mittwoch ist, mit die Sims brechen aus, dann macht euch auf jeden Fall in den Kommentaren bemerkbar, seid jeden Mittwoch hier. Wenn es euch irgendwann mal gefallen hat oder jedes Mal, wenn euch gefällt, lasst ihr bitte einen Daumen nach oben da, das würde mich nämlich sehr freuen. Und ich hoffe auch, dass ihr einen Kommentar da lasst. Denn dann unterstützt ihr das Projekt, ihr unterstützt mich, aber besonders das Projekt in diesem Fall. Und das Projekt wird standardmäßig als Programm von mir anerkannt und bleibt für immer und ewig. Vielleicht, auf jeden Fall für ein paar Jahre, da bin ich mir ziemlich sicher, denn ja, selbst wenn die Sims Brennhaus vorbei ist, wir haben ja noch so ziemlich eine ganze Menge Sims-Spiele, die danach folgen können. Und ich bin gespannt, wie lange wir für die Sims-Brain-Aus brauchen werden. Ich würde auch ganz gerne mal zwischendurch die anderen Sims-Spiele spielen. Können wir vielleicht mal überlegen, ob wir irgendwie nach einer gewissen Anzahl an Folgen vielleicht eine Pause mit die Sims-Brain-Aus machen, dann mal ein anderes Spiel wieder für ein paar Folgen spielen, dann wieder mit der weitermachen. Mal gucken. Auf jeden Fall jeden Mittwoch, Sims-Mittwoch für eine halbe Stunde. Das war jetzt eine Ausnahme, dass es 50 Minuten sogar ging, weil ich natürlich ein bisschen was zu erklären hatte. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wiederhole mich gerade richtig krass. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und wir sehen uns beim nächsten Mal beim Sims-Mittwoch. Beim Sims-Mittwoch.
gut. Bis dann. Haut rein und ciao.